Hallo meine Lieben, heute erstmal ein bisschen Eigenwerbung, denn ich habe meinen eigenen Online-Shop für Heil- und Edelsteine eröffnet, ebenso für Channelings. Da blende ich euch nachher auch den Link ein. Zudem stelle ich euch heute ein paar Steine vor, die ihr bei mir kaufen könnt, wenn ihr möchtet. Und danach werde ich euch etwas über die Steinwesen erzählen. Also, fangen wir doch mal gleich mit dem Labradorit an. Der Labradorit fördert die kreative Vorstellungskraft, regt die Fantasie an und verhilft zu originellen Ideen. Wenn man bei einer Sache nicht vorankommt, festhängt und blockiert ist, regt der Labradorit das innovative Denken an. Er fördert Einfallsreichtum, indem er neue Sichtweisen eröffnet. Und dies geschieht oftmals durch das schöne Lichtspiel in diesem Stein. Der Labradorit, oder eher der dunkle Labradorit, wie ihr ihn hier sehen könnt, gehört zu der Feldspat-Gruppe. Im 18. Jahrhundert gelangten die ersten Labradorite nach Europa, nachdem diese 1770 auf der kanadischen Halbinsel Labrador gefunden wurden. Der tschechische Missionar Pater Adolf fand dort die ersten Stücke, als die Herrenhunter auf der waldbedeckten Halbinsel im Atlantis zahlreiche Siedlungen gegründet haben. Sein Name Labradorit erhielt das Mineral 1832 durch den französischen Mineralogen und Professor Francisco Bedon. Von 1887 bis 1850 hat er gelebt, aufgrund des Fundortes auf der Halbinsel Labrador. Gelegentlich anzutreffende Schreibweisen sind der Labradorit mit T, Labradorit mit D, Labradorit mit IET am Ende oder der Labradoris mit TH am Ende. Daher sind alle Schreibweisen, die ihr dazu findet, korrekt. Dann machen wir mal weiter mit den Granatkristallen. Die könnt ihr hier sehen, das sind ganz kleine dunkle Kristalle, die auch im Sonnenlicht gerne rötlich funkeln. In der modernen Steinheilkunde wird der Granat auch Almandin genannt, sehr geschätzt. Das Mineral macht energetisch aktiv und energischer und es entfesselt die eigenen Kräfte. Die Wirkung wird durch das Auflegen auf die Haut entweder als Handschmeichler oder als Worrystone aktiviert und hilft vielen weiter. Der Granat und seine Wirkung wird schon bei Hildegard von Bingen als Stein unter dem Namen Karfunkel beschrieben. Der Karfunkel wächst bei der Mondfinsternis und ist dennoch warm. Daher hat er seinen Glanz vom Feuer der Sonne, beim Aufsteigen des Mondes und von daher kommt es, dass er mehr in der Nacht als am Tage leuchtet. So wächst er, bis die Glut der Sonne ihn gebiert. Die Quelle ist Michael Ginger, die Heilsteine der Hildegard von Bingen. Falls euch das Buch interessiert, ich kann es empfehlen. Dann haben wir als nächstes den Lapis oder auch Lapis Lazuli. Ein wunderschöner blauer Stein mit sehr starker Färbung. Die psychologische Wirkung des Lapis Lazuli, der nachgesagt wird, ist breit. Es reicht von Blutdruck senkend und krampflösend bis vorübergehend gegen Herzinfarkt, Schlaganfall und Hautkrankheiten. Die Art und Weise, wie er gerade geformt ist, ist ein Handschmeichler, auch Daumenstein genannt, weil man ihn gut zur Massage auf dem Daumen nutzen kann. Diese Steine werden auch Worrystones genannt, da die Form einen dazu anregt, den Stein immer in die Hand zu nehmen, wenn man gestresst ist und ihn darin zu massieren und sich der Stein einfach nur gut in der Hand anfühlt. Als nächstes haben wir das Fossilkalk. Auch ein schöner Stein, wie sehr viele Kalkarten. Fossilkalk fördert die geistige Entwicklung, schenkt Kreativität und stärkt das Gedächtnis. Indem er sich positiv auf das Denkvermögen auswirkt, steigert er auch ab.
Indem er sich positiv auf das Denkvermögen auswirkt, steigert er aber auch das Selbstbewusstsein und verleiht Standhaftigkeit so wie Tatkraft. Und er hat die gleiche Funktion als Rowie-Stein oder als Daumenstein, um euch zu beruhigen und in jeder Situation bei euch da zu sein. So, nun den letzten Stein aus meinem Shop für heute. Und zwar der Moosachat. Es ist ein schöner grüner Stein, wenn er mal fokussieren würde. Fokussieren. Will er aber gerade nicht. Auf jeden Fall, in der Steinheilkunde wird Moosachat verwendet, um von Schwere, Druck und Belastungen zu befreien. Das Mineral regt den Verstand an und fördert die Kommunikation. Durch die runde Form ist der Moosachat geeignet, durch das Bewegen in den Händen für eine zusätzliche Beruhigung zu sorgen. Das waren jetzt erstmal die Steine aus meinem Shop. Den Link verlinke ich euch in der Beschreibung, falls es euch interessiert, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Damit beende ich jetzt mal die Eigenwerbung und fange gleich mit dem neuen Thema an. So, dann fangen wir doch mal mit den Steinwesen an. Die Steinwesen sind Wesen, die in jedem dieser Steine und jedem Stein, der euch begegnet, enthalten sind. Sie leben den Stein, sie sind der Stein und sie sind auch für die Wirkung des Steines zuständig. Ich habe ja vorhin schon ein paar Wirkungen von Steinen gesagt oder erklärt. Die Steinwesen sind dafür zuständig, dass wir diese Wirkung auch wirklich spüren können. Egal, ob ihr einen Stein im Wald findet, auf dem Weg, auf dem Feld, ihn kauft oder irgendwie anders zu diesem Stein kommt, die Steinwesen in diesen Steinen werden euch unterstützen, solange ihr die Steine mit Respekt und Würde behandelt. So zum Beispiel nimmt ein Achat, ein Amethyst meine ich, wie hier dieser, negative Energien in sich auf und reinigt euer Haus und eure Umgebung. Das kann man sehen, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, an den dunklen Flecken, die dort drin sind. Wenn der Achat dunkel wird, reinigt ihn am besten und ladet ihn nochmal neu auf, wie der Stein es benötigt. Dann sieht er fleckenlos und glänzend aus wie dieser. Ihr könnt erkennen, ob ihr eurem Steinwesen etwas Gutes tut und ihm helft, indem ihr diesen Stein beobachtet. Sieht er glänzend im Licht aus, also als wäre er gesund, als würde es ihm gut gehen, oder fühlt er sich in euren Händen sehr gut an, dann geht es dem Steinwesen gut. Dabei ist es egal, ob es ein Edelstein ist oder einfach ein Quarzit oder ein Stein, den ihr im Wald findet. Solange der Stein sich bei euch in der Hand gut anfühlt, warm wird oder eine angenehme Kühle entwickelt, also nicht unangenehm ist, so lange ist der Stein bei euch auch an der richtigen Stelle. Und so lange könnt ihr den Stein auch für eure Aufgaben und eure Vorhaben nutzen. Natürlich immer mit Respekt, und es empfiehlt sich, die Steine immer zu reinigen und wieder aufzuladen, wenn sie es brauchen. Dies könnt ihr sehr gut daran erkennen. So, entschuldigt die kurze Unterbrechung, meine Kamera war leer gegangen. Also, was ich sagen wollte, solange ein Stein noch glänzt und glitzert, geht es dem Steinwesen dementsprechend gut und es ist auch gesund. Solange ein Stein aber so aussieht, ja, fokussiere, also komplett ohne Glitzern, diesen hier muss ich halt noch bei Gelegenheit reinigen und neu aufladen. Sobald ein Stein so aussieht, ist das Steinwesen ausgelaugt. Es hat dann nicht mehr so viel Energie und Macht, um sich zu behaupten und zu schützen, wie eigentlich von ihm gebraucht würde. Diese Steine kann man sehr gut entladen, indem man sie unter fließendes Wasser legt oder hält und für eine gewisse Zeit das Wasser drüber laufen lässt oder sie über Nacht in eine Hämatit-Trommelsteinschale legt, also mit Hämatit-Trommelstein. Hämatite ziehen allen Steinen ihre Energie, also die geladene Energie, und bereiten sie auf die neue Ladung vor.
Zum Beispiel werden Bergkristalle entweder in Vollmond geladen oder auch in den ersten Sonnenstrahlen des Morgens. Amethysten kann man über mehrere Stunden in der Sonne laden. Und hier die Quarzite kann man entweder auf einem Bergkristall laden, in der Sonne oder auch in der Vollmondnacht. Amethysten haben natürlich auch die Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, andere Steine zu entladen. Dazu legt ihr einen Stein einfach auf den Amethyst drauf und lasst den über Nacht dort liegen, damit der Amethyst langsam die negativ aufgeladene Energie des Steines runternehmen kann und in sich speichern kann. Habt ihr dies über einen gewissen Zeitraum gemacht, ich sag mal, ich entlade und lade meine Amethysten einmal im Monat neu. Je nachdem, wie oft ihr diese zum Reinigen anderer Steine benutzt, würde ich euch empfehlen, diese öfter zu laden und entladen, da das den Steinen auch gut tut. Das ist die Pflege für eure Steine und die Steinwesen innen drin benötigen dies auch, um gesund zu bleiben. Ihr könnt natürlich auch andere Steine holen, wie Hämatite oder Bergkristalle. Diese sind für den Schutz oder Allrounder und können euch beim Beladen und Entladen von anderen Steinen helfen. Aber es ist unglaublich wichtig, dass ihr die Steine zuerst reinigt und entladet, bevor ihr neue Energie in sie reinsteckt. Solltet ihr Steine aber sehr lange nicht entladen und neu geladen haben oder Steine sehr stark beanspruchen, kann es auch sein, dass diese ihre Farbe ändern, reißen, brüchig werden oder matt werden. Sobald dies der Fall ist, ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr so langsam mal wieder nach euren Steinwesen gucken sollt, da dies eure Verbündeten sind, welche auf euch angewiesen sind. Steine können nicht so wie Tiere entscheiden, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr oder ich habe Hunger, ich habe Durst, mach mir mein Katzenklo zum Beispiel, sondern sie sind darauf angewiesen, dass ihr nach ihnen schaut. Wenn ein Steinwesen seinen Stein verlässt, kann man dies als Tod oder als Flucht ansehen. Manche Steinwesen fliehen aus ihren Steinen und diese brechen dann. Das ist kein schönes Erlebnis für uns und für die Steinwesen ist es halt, weil sie das sind, was der Stein ausmacht, auch kein schönes Erlebnis. Es ist für sie meistens gleichzusetzen mit dem Tod, weil es sehr schwer ist für diese Wesen, innerhalb der 3-Tages-Frist, die sie haben, wo sie außerhalb ihres Steines überleben können, einen neuen Stein zu finden, der noch kein Wesen in sich hat und diesen dann zu beseelen. Alles auf unserer Erde ist beseelt. Sei es Steine, sei es Pflanzen, Tiere, die Erde, die Luft, alles um uns herum hat eine Seele und dementsprechend sollten wir auch gegenüber allem um uns herum den Respekt entgegenbringen, der es verdient hat. Sei es unsere Mitmenschen oder sonst was. Habt ihr Mitmenschen, denen ihr keinen Respekt entgegenbringen könnt, weil sie anders sind? Zum Beispiel, weil sie eine Frau steht auf eine Frau, ein Mann steht auf einen Mann. Respektiert dennoch die Seele des Menschen, selbst wenn ihr ihre Ausrichtung nicht akzeptieren könnt, obwohl es euch eigentlich vollkommen egal sein kann, ob jemand auf Männer steht, auf Frauen steht, auf mehrere Sachen steht, sich eher als Frau sieht oder als Mann sieht, lasst den Menschen ihr Leben und lebt euer eigenes. Ihr möchtet doch genauso wie sie akzeptiert werden und anerkannt werden. Genauso ist es mit den spirituellen Wesen, den Krafttieren, den Naturwesen, Steinwesen, Elementare, Engel, Dämonen, Anhaftung. Sie alle wollen akzeptiert, respektiert und angesehen werden. Denn Ignoranz und Respektlosigkeit, was in unserer Zeit leider viel zu viel vergeben ist, ist das Gift unserer Welt und wird uns, wenn es schlimm kommt, auch den letzten Rest unserer Verbindung zu den Wesen der anderen Seite zerreißen und zersprengen.
In dem Sinne, ich bin immer mal wieder offen für Videovorschläge oder eher auch Verbesserungsvorschläge vom Video. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne und ruhige Zeit. Bis zum nächsten Mal.